Willkommen zur Lecture Potenziale der Doku-Fiktion, Alltag, Genre, Stil, Genre-Mix. Der erste Bereich, in dem wir mit dieser Kombination von dokumentarischem und fiktiven zu tun haben, die Sie alle vielleicht auch aus dem Fernsehen kennen, da ist ja das Genre Doku-Fiction sehr im Kommen, meint aber eher die Illustration oft mit historischen Szenen von eher linear durchgeschriebenen Erzählungen. Wenn wir dieses Genre Doku-Fiktion dahingehend ernst nehmen in seinen Möglichkeiten, dass es immer darum geht, ein dokumentarisches Element, etwas Konkretes, zu kombinieren mit einer Fiktion, dann steht ja zunächst die Frage dahinter, warum macht man das überhaupt? Man könnte ja sagen, sauber dokumentiert, genau hingesehen, fertig. Die Realität ist interessant abgebildet oder wiedergespiegelt und das hat ja lange Jahre auch gereicht. Doku-Fiktion und das Arbeiten damit bedeutet ja, dass es nötig ist, Fiktionen in der Realität wirksam werden zu lassen, die Realität durch Fiktionen anzureichern, nicht in der Absicht, um sich eskapistisch auf die Flucht zu machen vor der Realität, sondern im Gegenteil, dadurch, dass man die Realität dann etwas anders erzählen kann als üblich, dadurch, dass man diese Fiktionen innerhalb von Routinen auftauchen lassen kann, wo sie völlig unerwartet kommen. Dadurch wird es erst möglich, das, was wir Realität nennen, was eh nicht diese geschlossene faktische Anmutung ist, das, was wir Realität nennen, in seiner Vielschichtigkeit und in seinen Möglichkeiten besser zu erzählen. Hinterm S-Bahn-Ring ist die Sonne nicht blau. Mal schauen, wie sie morgen aufgeht. Das ist die Frage, da haben wir schon eine Wette zu laufen. Doku-Fiktion, warum mischt man? Also die erste Geschichte ist die, das hat Derrida schon in The Law of Genre gesagt, das Gesetz des Genres ist per se die Mischung. Man hat keine lupenreine Trennung von vornherein da, das heißt, diese Elemente sind immer vorhanden. Das heißt, es ist eine Frage der Beobachtungsweise und der Hinsichten, was man im Einzelnen aktiviert. Die interessante Sache, und das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit postmodernem Zitatismus oder sowas zu tun, ist, dass man ja einfach auch überlegt, was im Einzelnen im Film erzählt. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die in letzter Zeit ja häufiger diskutiert wird, ist, was die Rolle der Objekte in Filmen ist. Das ist relativ interessant. Es gibt einen guten Text von Rappaport dazu, der einfach versucht hat, also Filme aus der Perspektive der Props zu erzählen. Biografie des Dings, Sergei Trefanov. Genau. Biografie des Dings, du hast es gemacht in Becker-Billet. Die Biografie des Dings. So hat Tretjakow seine Idee genannt. Wie auf einem Fließband. Die Lebensgeschichte eines Dinges zu verfolgen, um über die Welt der Menschen zu erzählen. Eine stärkere Akzentuierung des Dokumentarischen in verschiedenen Szenen bringt auch das Fiktive besser hervor. Das heißt, man kann im Einzelnen, die Frage ist ja, was sind die einzelnen Erzählinstanzen? Was erzählt dieses Haus? Doch ein Teil des Erzählers. Ja. Das heißt, da kann man, und die Frage ist, wie präzise man das beobachten kann. Darum geht es ja im Einzelnen. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt allgemein rumzufaseln, irgendwie alle Welt erzählt oder die ganze Welt spricht um uns rum. Aber es geht einfach darum, die Sachen, die man mitgenommen hat im Bild, die einen eigentlich auch... Teilweise nebensächlich oder auch bewusste Props, aber genau. Nochmal Objekte in ihrem beharrlichen Eigencharakter quasi. Ja. Und das ist ja teilweise interessant, einfach auch zu sehen, was in den Outtakes von Filmen teilweise drin ist. Einfach auch an Sprengkraft und an Potenzial, die man dann wiederum für andere Erzählweisen im Einzelnen benutzen kann. Also Thomas Heise hat das im Dokumentarfilm, hat das mit Material gemacht, das war dann eben der Auftragsfilm, wo er was zu 1989 und zu DDR machen sollte, 10 Jahre später oder 15 Jahre später. Und die Idee war dann einfach, ich nehme nicht jetzt irgendwelche Sachen, die ich früher beobachtet habe, sondern einfach Sachen, Filmmaterial aus meinen anderen Filmen, das ich nicht verwendet habe. Und ich gucke, was ich da an einzelnen Beobachtungen da einfach schon mit drin habe. Da muss sich die Redakteurin auch drauf einlassen, bei Redaktion Doris Hepp. Ja. Die wird ja kein fertiges Drehbuch gehabt haben. Nee. Und ist mit Abstand der beste Film, den es dazu gibt. Und das ist von einer Aufmerksamkeit der Beobachtung, die dann eben auch dann genau diese Grenzen zwischen dem Dokumentarischen und dem Fiktionalen dann in Bewegung bringt. Mhm.
Rot, Gelb, Blau machen zusammen Weiß. Genau wie die Pixel von dem Fernseher. Die rote Brille filtert das Blau aus der Sonne wieder raus und deshalb ist sie wieder gelb. Welche Fiktion muss ich eigentlich diesem Zusammenhang, den ich hier erzählen möchte, hinzufügen, um ihn zum Sprechen zu bringen, um ihn eigentlich erst zu sich zu bringen? Diese Arbeit beginnt schon beim Buch, zum Beispiel bei dem Film Art Girls oder Neue Natur. Da gibt es Elemente, die sind ganz genau so beobachtet. Dann gibt es Elemente, die sind komplett ausgedacht. Dann gibt es Elemente, die spielen damit, dass sie authentisch, also dokumentarisch sind in einer Zeit, in der wir wissen, dass Authentizität ein Stil ist. Das kann ich mir kaufen. Der einfache Rückgriff auf das Authentische, was dann abgebildet wird und dann stimmt das, der funktioniert ja im 21. Jahrhundert nicht mehr so richtig. Das weiß auch das Buch und es hat da schon diese verschiedenen Kombinationen von Erdachten und eben auch von Gewünschtem. Die Idee ist, wenn viele Menschen die neue Natur mental akzeptieren, produzieren ihre Gehirne die nötige Stabilität für die neue Realität. Eine Fiktion, die auch in dem Buch drin ist und sich mit dokumentarischen Erfahrungsberichten trifft, die kann eben auch bedeuten, dass man dem Wunsch, der genauso real ist oder der Möglichkeit, die sich genauso gut aktualisieren könnte, gerecht wird. Deswegen im Buch schon Fiktion.